Natürlich solltest du nicht bei jedem Symptom wie ein Jucken am Bein sofort in Panik geraten. Es gibt jedoch einige Symptome, die von vielen Menschen als Alltagswehwehchen abgestempelt werden. Dabei könnte der Körper damit gesundheitliche Probleme signalisieren. Unser Körper hält so einiges aus und kann ganz schön robust werden. Dennoch hat er auch eine sensible Seite und zeigt uns durch gewisse Symptome ganz genau, wenn er sich in keinem guten Zustand befindet. Bei den folgenden 4 Anzeichen solltest du hellhörig werden und einen Arzt aufsuchen. Schau dir das Video daher unbedingt bis zum Ende an, damit du schnell handeln kannst. Nummer 1. Verdauungsprobleme. Verstopfung, Blähung und Krämpfe. Deine Verdauung wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst und kann schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Leidest du jedoch regelmäßig oder täglich unter solchen Verdauungsbeschwerden, solltest du das als Warnsignal deines Körpers sehen. Hinter diesen Symptomen können eine falsche Ernährung, schädliche Lebensgewohnheiten, psychische Ursachen oder im schlimmsten Fall eine ernsthafte Krankheit stecken. Verbessert sich trotz einer besseren Ernährung nichts, solltest du einen Arzt aufsuchen. Nummer 2. Akuter Haarausfall. Du findest in deiner Bürste seit kurzem besonders viele Haare? Dann tue das nicht einfach mit deinem Alter oder als Einbildung ab. Der häufigste Grund für Haarausfall ist tatsächlich Stress. Auch wenn jeder Mensch mal stressige Phasen hat, solltest du ein so deutliches Anzeichen deines Körpers auf jeden Fall ernst nehmen. Versuche dir vermehrt Auszeiten zu nehmen. Ansonsten kann Stress auch zu schwerwiegenderen und langfristigen Problemen führen. Auch deine Ernährung kann für Haarausfall verantwortlich sein. Achte darauf, dass du dich ausgewogen und gesund ernährst. Wird es nicht besser, dann suche einen Arzt auf. Nummer 3. Chronische Müdigkeit. Bestimmt kennst du ein andauerndes Müdigkeitsgefühl und siehst es schon als Normalzustand an. Doch das solltest du nicht. Chronische Müdigkeit ist etwas, was du niemals auf die leichte Schulter nehmen solltest. Ein andauernder Schlafmangel ist extrem ungesund und kann neben Gewichtszunahme auch ernste Gesundheitsprobleme verursachen. Versuche also deine Schlafdauer und Schlafqualität zu erhöhen. Bist du trotz genug Schlaf immer müde, dann mache einen Termin bei deinem Arzt. Und Nummer 4. Ständige Kopfschmerzen. Kopfschmerzen hat wohl jeder Mensch schon einmal gehabt. In der Regel wird bei diesem Symptom davon ausgegangen, dass zu wenig geschlafen wurde oder der Tag zu stressig war. Viele greifen dann zu Schmerztabletten und machen sich keine weiteren Gedanken darum. Dein Körper möchte dir allerdings etwas Wichtiges mitteilen. Er ist überlastet. Wenn du regelmäßig unter Kopfschmerzen leidest und das einfach ignorierst, musst du mit ernstzunehmenden Konsequenzen rechnen. Andauernder Schlafmangel, Stress und ein ungesunder Lebensstil kann psychisch und physisch dauerhaft krank machen. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, was mit dir passiert, wenn du jeden Tag Knoblauch und Honig isst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.